Jeder kennt das kleine schwarze Kleid aus Frühstück bei Tiffany. Aber welchen Einfluss dieses Kleidungsstück wirklich auf die Mode-, Film- und gesellschaftliche Welt hatte, das erzählen wir euch jetzt bei den Filmgorillas. Herzlich willkommen zu einem Streifzug. Silke und ich sprechen heute über Mode im Film und wie ihr sehen könnt, Silke sieht immer toll aus, aber heute hat sie sich extra für dieses Thema ins kleine Schwarze geschmissen. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums von Frühstück bei Tiffany's mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle. Denn wir wollen darüber sprechen, welchen Impact Mode im Film haben kann, vor allem dieses spezielle Kleidungsstück, das wirklich unser Verständnis von Mode nachhaltig geprägt hat. Denn das kleine Schwarze, das tauchte schon vorher auf. Es gab ja vorher schon kleine schwarze Kleider, aber mit Audrey Hepburn und Frühstück bei Tiffany's hat es wirklich einen Massenerfolg gefeiert. Genau, Coco Chanel hat es entworfen und es galt damals, also vielleicht um auf die Historie auch so ein bisschen einzugehen, das ist nämlich ganz spannend. Also die offizielle Erfinderin des kleinen Schwarzen ist Coco Chanel und es galt damals eher, und das war eine Theorie von Karl Lagerfeld, von dem großen Karl Lagerfeld, dass er glaubte, dass das kleine Schwarze schon auf die Zeit des Ersten Weltkrieges zurückging. Damals trugen nämlich viele Witwen schwarz und die Farbe suggerierte, dass eine Frau verheiratet gewesen war, ihre Unschuld verloren hatte und sexuell erfahren war. Wusste also, schon, wie es geht. Ja. Genau, schwarz galt deshalb im Prinzip auch als frivol. Und wir kommen vielleicht auch nochmal zur Historie des Films Frühstück bei Tiffany. Das ist ja absoluter Kult. Ich meine, immer noch weltweit gefeiert. Audrey Hepburn hat damals ihren Star-Status mit diesem Film noch weiter untermauert. Aber Holly Golightly ist ja in dem Film eigentlich eine... Eigentlich eine Prostituierte. Das wird so ein bisschen beschönigt in der Verfilmung. Als Partygirl. Als Partygirl, genau. In der Buchvorlage von Truman Capote ist sie ganz offensichtlich eine Prostituierte, die sich von Männern bezahlen lässt. Das ist auch der Grund übrigens, warum Marilyn Monroe die Rolle nicht haben wollte. Die hatte nämlich Truman Capote eigentlich sich gewünscht für die Hauptrolle. Und das ist auch verständlich, denn Marilyn Monroe entsprach dem damaligen Schönheitsideal einer Frau mit ihren Kurven, mit ihren voluminösen, langen, blonden Haaren. Und dann kommt Audrey Hepburn daher. Genau, also es war ja nicht nur Marilyn Monroe, sondern Claudia Cardinale, Brigitte Bardot, dann vielleicht etwas dunkelhaariger, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, aber alles Frauen natürlich, die, wie du schon gesagt hast, kurvenreich waren. Audrey Hepburn, das komplette Gegenteil. Sie hatte ja durch die, sag ich mal, Besetzung oder durch den Zweiten Weltkrieg, den sie ja miterlebt hatte, war sie unterernährt. Ne? Also sie hatte wenig Möglichkeiten damals gesund zu essen und das hat sich komplett auf ihre Physis ausgewirkt. Sie war hager, sie war groß, sie war schlank und eigentlich das komplette Gegenteil zu den Sexsymbolen oder zu den Frauen, die damals eben im Prinzip die Leinwände bevölkerten, und hat diese Rolle dann angenommen und hat im Prinzip alles komplett umgedreht. Das ist ja total spannend. Ne? Ja. Also durch ihren Style, den sie ja geprägt hat, der ja immer noch im Film eine so unfassbare Rolle spielt. Also das kleine Schwarze, kannst du ja mal sagen, das ist etwas, was du auch anziehst, weil du dich dann wohlfühlst und abends zum Weggehen? Oder? Klar, das ist ja gar nicht mehr wegzudenken. Coco Chanel selber hat gesagt, dieses schlichte Kleid wird eine Art von Uniform für alle Frauen mit Geschmack werden. Ja. Gut, also musst du eigentlich so machen. Das kleine Schwarze gibt es ja in unfassbar vielen Schnitten und Formen und das kannst du ja, das kannst du ins Büro anziehen, das kannst du zum Feiern anziehen. Es gibt so viele Filme, in denen das kleine Schwarze später wieder auftaucht. Wir haben schon drüber gesprochen. Julia Roberts trägt es in Pretty Woman, Sharon Stone trägt es in Basic Instinct. Die Mädels von Sex in the City tragen es auf der DVD-Hülle der ersten Staffel. Bombshell, auch noch ein Film. Bombshell, genau. Also es ist wirklich es ist ein Outfit, das von starken Frauen getragen werden kann, aber das auch wirklich jeder eigentlich tragen kann. Das finde ich nämlich das Faszinierende. Mode ist ja ein Kultphänomen, das in dem Moment, wo es über den Laufsteg der Fashion Week irgendwie gezeigt wird, nicht sofort in jedem Schrank hängt, weil es immer so ein bisschen braucht, bis so eine modische Entwicklung bei jedem ankommt. In dem Moment aber, wo auf einer Kinoleinwand so ein Kleidungsstück so präsent gezeigt wird, ist es halt jedem sofort zugänglich und nicht nur den Besuchern der Fashion Week. Stimmt. Und das ist dann so mit einem Peng halt wirklich in jeder gesellschaftlichen Schicht ein Kleidungsstück so einen Erfolg feiert, das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Und es ist ja auch toll. Also es ist ja großartig, dass es so zeitlos ist und dass es
Frauen tragen, vor allen Dingen in Filmen, die ein starkes, ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben. Also das ist ja auch für die damalige Zeit bei Frühstück bei Tiffany's etwas Besonderes gewesen. Und du hast es eben gerade gesprochen, Marilyn Monroe hat es ausgeschlagen, eine Prostituierte zu spielen, weil sie dachte, es kommt ihrem Image nicht genug entgegen auf der Leinwand. Aber ein paar Jahrzehnte später hat Julia Roberts in Pretty Woman auch das kleine Schwarze an und spielt ja im Prinzip auch ein Partygirl. Und das hat ihr damals auch zum Durchbruch verholfen. Das ist eigentlich absurd. Aber die Geschichte ist ja eigentlich, also Coco Chanel gilt als Erfinderin, aber Givenchy, der Designer, das war ein sehr guter Freund von Audrey Hepburn. Also die haben sich angefreundet, vorher auf einer Party kennengelernt. Und er hat dann im Prinzip als modischer Berater ihr zur Seite gestanden bei Frühstück bei Tiffany's und hat ihr dann gesagt, hör mal zu, ich habe da das perfekte Outfit, was wir brauchen, was ikonografisch dann im Prinzip ein Siegeszug durch alle Epochen, durch alle Jahrzehnte antreten wird. Und das war eben das sogenannte Etui-Kleid. Ich finde es beeindruckend. Und das ist ja auch ein Thema in späteren Filmen, wie viele Designer, ob das jetzt ein Tom Ford ist, der selber Filme macht, ne? Oder wie sich das darauf auswirkt, wie so das Zeitbild auch geprägt wird. Und das finde ich total toll. Und das finde ich ist wirklich großartig auch zu sehen an diesem Film. Und dieses Kleid, was du gerade beschrieben hast, das von Hubert de Givenchy, das ist bei einer Versteigerung, bei Christie's, ist das unter den Hammer gekommen für über $600,000. Also das befindet sich jetzt im Privatbesitz von jemandem, der so viel Geld übrig hatte. Und es ist damit die teuerste textile Filmrequisite, die jemals verkauft wurde. Und dass es ein Kleidungsstück so viel Geld jemandem wert ist, weil es eben einen solchen ikonischen Status hat, das muss man auch erst einmal schaffen. Das stimmt. Audrey Hepburn, neben dem kleinen Schwarzen, hatte ja auch noch andere stilistische Mittel, um, sag ich mal, die Damen der damaligen Zeit und auch heute zu beeinflussen. Das war zusätzlich auch noch diese großen Sonnenbrillen, die ja auch momentan wieder total stylisch ist. Sie hatte ja das Kopftuch und vor allen Dingen die Ballerinas. Und die haben eine Historie auch bei Audrey Hepburn selbst, weil sie wollte ja eigentlich Ballerina werden. Richtig. Hat das aber auch aufgrund ihrer Physis auch wieder nicht geschafft. Ja, weil sie nicht genug Muskelmasse aufbauen konnte. Man muss dazu sagen, Ballerina war immer ihr Traumberuf. Und als sie dann gemerkt hat, sie schafft es einfach nicht, weil sie halt nicht muskulös genug ist, um die wirklich wichtigen Figuren dann auch zu halten. Und ihr wurde auch gesagt, sie sei schon zu alt, im Alter von, ich glaube, 16 oder 17 Jahren. Dann hat sie sich halt für die Schauspielerei erwärmen können. Zum Glück. Ohne jemals eine einzige Stunde Schauspielunterricht zu nehmen, hat sie dann ihren ersten Oscar gewonnen. Also das ist wirklich auch eine ganz faszinierende Geschichte, nicht nur einer Modeikone, sondern halt auch einer Schauspielerin. Und was ich so faszinierend finde an den Beispielen, die du gerade genannt hast, ne, das kleine Schwarze, die Sonnenbrille, die Ballerinas, das sind ja alles Dinge, die durchgängig aktuell waren und sind. Also du kannst ja ein Outfit, das Audrey Hepburn in den 60ern getragen hat, heute noch so anziehen und auf die Straße gehen. Und das kann nicht jede Modeikone von sich behaupten. Also ich glaube, es gibt da in den 70ern und 80ern einige Modeikonen, wo man sagen kann, nein, Jane Fonda, das würde heute niemand mehr anziehen. Das darfst du nicht. In Pyjamas auf die Straße ist keine gute Idee. Obwohl, ist eine gute Idee, aber ist vielleicht nicht, prägt nicht unbedingt das Image. Nee, aber da hast du absolut recht. Das ist ja total, also wenn man Fotos sieht, ne, also ob das jetzt auf irgendwelchen Premieren gewesen ist oder auf irgendwelchen Partys und natürlich auch im Film, Audrey Hepburn hatte immer einen unfassbaren Style, auch im hohen Alter. Ja. Ne? Also das muss man ja sagen, da war dann diese Einteiler im Prinzip, also eine Farbe, ne? Also nicht ein Einteiler, sondern eine Farbe beige, war vor allen Dingen etwas, was sie getragen hat. Also eine ganz, ganz tolle Frau, aber ich finde es schön, dass Kunst, ne, in jeglicher Form auch diese Kraft hat, ne, ob das jetzt im Film dargestellt wird und sich dann auf die Gesellschaft auswirkt und kritisiert und hoffentlich auch anders strukturiert oder ob es das gesellschaftliche Leben ist, das Einwirkung hat auf die Outfits, die getragen werden. Yeah. Und dieser Film, ich meine, das ist immer noch eine Ikone und ist immer noch ein Meilenstein der Filmgeschichte. Ne? Auch wenn die Geschichte selber des Films ja eigentlich, es ist eine Liebesgeschichte. Ne? Und ach komm, red das jetzt nicht, das ist schon eine sehr schöne Geschichte. Es ist eine sehr schöne Geschichte, wollte ich sagen. Wolltest du sagen. Aber ich glaube, dieser Film wäre ohne sie und ohne vor allen Dingen
ihren modischen Einfluss nie das geworden, was er jetzt ist, nämlich ein Klassiker. Da gebe ich dir recht, denn das, was man heute gedruckt findet auf Filmplakaten bei Teenagern als Poster an der Wand hängen hat und sogar Motiv auf Handtaschen und ganzen Outfits ist, das ist ja sie in diesem schwarzen Kleid. Also das ist das ikonische Symbol, was man auch verbindet. Wenn wir sagen Audrey Hepburn, haben wir sofort das kleine schwarze Kleid, die Zigarettenspitze vor Augen. Also das verbindet man mit ihr. Und deswegen prägt sie auch nach wie vor noch 60 Jahre später mit diesem Look Generation. Genau. Belgien geboren, England aufgewachsen, die Welt erobert. Du hast es gesagt, einen Oscar gewonnen, 5-mal insgesamt, glaube ich, nominiert. Ja. Und einfach bahnbrechend, was sie geschafft hat. Also insofern, toll, dass es diesen Film gibt. Toll, dass es auf jeden Fall auch das kleine Schwarze gibt. Es ist ein stilistisches Mittel, was immer noch von vielen Frauen getragen wird und auch ja etwas aussagt, was du ja auch vorhin beschrieben hast. Es ist im Prinzip das Zeigen des Selbstbewusstseins, aber das Präsentieren auch der eigenen Weiblichkeit in einer ganz besonderen Art und Weise. Und ihr könnt uns ja vielleicht mal verraten, ob euch noch ein weiteres Kleidungsstück einfällt, das ihr im Film gesehen habt, das einen solchen Eindruck bei euch hinterlassen hat. Ein Kostümdesign oder tatsächlich ja ein einzelnes Kleidungsstück, was euch nachhaltig begeistert und beeindruckt. Und natürlich möchte ich auch gerne wissen, welcher Audrey Hepburn-Film euch gefällt, neben Frühstück bei Tiffany. Ganz viele Fragen und ganz viele Wünsche. Ich habe auch noch ein paar. Und zwar Daumen hoch bitte. Schickt uns Likes, so viele wollt, kommentiert alles, was wir machen. Das machen wir nur für euch und wir freuen uns über den Austausch. Und natürlich abonniert unseren Kanal, das wäre das Schönste. Also, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.